Warum die Bauknecht-Waschmaschine manchmal nicht mehr angeht, haben wir dir bereits im verlinkten Video gezeigt. Schuld daran sind drei kleine Bauteile, die gerne mal durchbrennen. Aber wie werden diese ausgetauscht? Und gelingt das selbst keinem Lötprofi? Bestimmt, denn auch wir konnten diesen Tausch erfolgreich vornehmen. Verwendet haben wir dafür nur herkömmliche Lötausrüstung. Und wie du sehen wirst, sind auch wir keine Profis. Aber jetzt mal ran ans Werk. Die erste Hürde, die sich uns in den Weg stellt, ist das Gehäuse. Offenbar ist es mit der Unterseite der Platine verklebt. Vorsichtig lösen wir die Kleberänder und ziehen die Platine mit dosiertem Kraftaufwand ab. Oje, jetzt auch noch das! Die Platine ist überzogen von einem Schutzlack. Ob das gut geht? Schauen wir erst einmal nach, wo die defekten Teile sitzen. An der Spule erkennt man bereits deutlich den Defekt. Da brauchen wir gar nicht mehr zu versuchen, den Widerstand durchzumessen. Als letztes begutachten wir auch den IC. Auf dem sind aber so gut wie nie offensichtliche Defekte erkennbar. Na, dann mal los! Als erstes kratzen wir den Lack, so gut es geht, von den Lötstellen ab. Wir beginnen beim Widerstand und erhitzen zunächst die Lötstelle. Danach geben wir frisches Lot auf den Pin. Das erleichtert das Auslöten ungemein. Klingt komisch, ist aber so. Als nächstes kommt die Entlötlitze zum Einsatz. Wir legen sie auf die Lötstelle auf und warten so lange, bis die Litze das Lötzinn regelrecht aufsaugt. Dafür müssen Entlötlitze und Lot gut erhitzt werden. Hier darf man ruhig auch mal etwas fester drücken, um eine gute Wärmeübertragung sicherzustellen. Eine besonders dünne Lötspitze ist dabei entsprechend nicht hilfreich. Dann ziehen wir die Entlötlitze ab und der Pin sollte freiliegen. Mit dem nächsten Pin verfahren wir auf dieselbe Art und Weise. Der Widerstand sollte sich jetzt recht einfach entnehmen lassen. Perfekt, das hat schon mal geklappt. Bei der Spule gehen wir genauso vor. Wieder bereitet der Lack einige Probleme, aber offenbar lässt er sich mit etwas Hitze gut abschaben. Nachdem die Pins mit frischem Lot überzogen sind, gelingt das Auslöten recht gut. Jetzt folgt der schwierigste Teil, das Entfernen des ICs. Nach dem Abschaben des Lacks bringen wir jede Menge Lot auf die Pins. Ob sie dabei verbunden werden, ist an dieser Stelle ziemlich egal. Dann kommt wieder die Entlötlitze zum Einsatz. Perfekt sieht das zwar noch nicht aus, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Die unten liegenden Pins gelingen sogar etwas besser. Sie scheinen allesamt frei zu sein. Also bringen wir auf die beiden noch festsitzenden Pins wieder frisches Lot auf und probieren es erneut. Leider ist das immer noch nicht von Erfolg gekrönt. Kurzerhand schneiden wir die beiden Pins einfach ab und entfernen den IC. Jetzt ist dieser zwar draußen, aber immer noch stecken die zwei Pins fest. Also wieder frisches Lot drauf, um es dann nochmals zu versuchen. Super, jetzt hat es funktioniert. Alle Bauteile sind sauber entfernt. Die verbauten Teile waren zwar wesentlich kleiner als die neuen, aber, wie heißt es so schön, auf die inneren Werte kommt es an. Ach ja, die Sets findest du natürlich in unserem Shop. Achte dabei immer auf die Nummer der Platine und den Aufdruck am IC. Das Einlöten gestaltet sich jetzt wesentlich einfacher. Wir setzen zuerst die Spule ein und erhitzen ihre Anschlussdrähte. Dann geben wir das Lot hinzu. Erst wenn sich dieses mit dem Draht verbindet, ist es geschafft und eine gute Lötstelle ist geschaffen. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht wie wir übertreibt. Auch das Einlöten des Widerstands klappt problemlos. Die überstehenden Drähte schneiden wir am Ende ab. Da die Platine genauso wie der IC nur 7 Löcher hat, müssen wir vor dem Einlöten am Sockel noch einen Anschlusspin entfernen. Dann kann es weitergehen. Wir fixieren zuerst die zwei diagonal liegenden Pins. Denn dann kann der Sockel bei den weiteren Arbeiten nicht mehr herausrutschen. Pin auf Pin wird sorgfältig eingelötet. Sollten sich die markierten Pins verbinden, stört das nicht weiter, da sie so oder so auf der Leiterbahn verbunden sind. Die anderen Pins sollten allerdings keinen Fremdkontakt haben. Abschließend setzen wir noch den IC richtig herum ein und es ist geschafft. Ob die Reparatur erfolgreich war, zeigt aber letzten Endes nur ein finaler Test. Wir hoffen, dass das Video ein wenig hilft und freuen uns über einen Daumen hoch. Auch dein Feedback, wie man es besser machen kann, ist herzlich willkommen. Und nicht vergessen, Dybook abonnieren.